So, weiter geht's. Okay. Wie? Es gibt noch Text. Also, Samstag und Mittwoche. Mittwoche. Mittwoche? Mittwochs. Mittwochen. Sind die besten Tage, aber das erfahren wir im Zweifel auch im Café. Müssen mehrmals den. Doch. Einfach den Stern am Verschandeln. Das hab ich getan. Auf ins Bett! Oh, Rasenbei, vielen Dank. Was ist denn los? Tut mir leid, ich bin einfach so glücklich. Ich komme gerade von dem Treffen, von dem ich erzählt habe, und ich habe noch nie vorher so gut geturnt, Alter. Sie hat sich noch nie so gut umgedreht. Noch nie so gut geturnt. Ich wollte dir nur Danke sagen. Ich habe nichts gemacht. Du bist der Grund, warum ich es so weit geschafft habe, Senpai. Du hilfst mir so sehr selbst bei den alltäglichen Sachen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Bitte, ich will mich nur noch einmal bei dir bedanken. Sobald ich das Ergebnis habe, sage ich dir Bescheid. Ich schreibe dir also bald wieder. Ich muss jetzt los. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Schönen Dank, du Arsch. Du willst den schwarzen Rahmen entfernen für Stufe 5. Ja, schon so. Geturnt. Mein English Ass kann das nicht anders. Makoto! Ich bin nicht charmant genug für dich, ne? Hey, hast du dich entschieden, was du mit der Prangerkarte machst? Und willst du sie losschicken? Ich überleg's mir noch. Ja, wann machen wir das eigentlich? Eigentlich schon bald, ne? Stimmt, wir haben noch etwas Zeit, bevor Haru ihren Verlobten aufsuchen muss. Allmählich erregen wir Aufmerksamkeit. Darum sollten wir vielleicht besonders vorsichtig sein. Tja, sag Bescheid, wenn du mit den Vorbereitungen fertig bist. Ich sehe zu, dass ich bereit bin. Wie viele Tage sind es noch? 15 oder so, ne? Ich habe nicht hingeguckt eben. Stand da wahrscheinlich. Hoppala. Horakun, komm bitte sofort ins Schülerberatungszimmer. Horakun, komm bitte sofort ins Schülerberatungszimmer. Das klang doch wie Kawakami. Ich frage mich, was da los ist. Freistunde? Sorry. Tut mir leid, dass ich dich aus dem Unterricht hole, aber es geht um die Vormunde von Takase-kun. Achso. Oh. Moment. Achso. Okay, abseits des Confidence, okay. Ich erklärte Ihnen, dass ich Ihnen nicht länger Geld geben werde. Ich kündige auch meinen Teilzeitjob, wobei ich das noch mit meinem Boss besprechen will. Ich werde mich ganz auf meine Arbeit als Lehrerin konzentrieren, das mit voller Energie. Vielen Dank, dass du mir solche guten Ratschläge gegeben hast. Ich dachte nur, du solltest das der Erste sein, der das erfährt. Frau Kawakami, du hast Besuch. Die Katakakas sind hier. Oh, scheiße. What? Die sind hier? In der Schule? Bitte jetzt einfach töten oder so in der Schule. Scheiß drauf. Wie lange willst du es noch warten lassen? Der schon wieder. Das ist richtig, Lady. Wir sprechen beide einfach so. Ist mir scheißegal. Wie unhöflich. Ich schätze, die Schüler kommen ganz nach ihrer Lehrerin. Offenkundig fehlt dir die richtige Erziehung. Du glaubst wirklich, nach deinem Anruf musst du uns nichts mehr bezahlen? Für wen hältst du dich denn? You know. Das habe ich zum Wohle von Takase-kun entschieden. Ich werde sicherstellen, dass es keinen Schülern mehr so ergehen wird wie ihm. Du willst dich also aus der Verantwortung stehlen? Ich werde Taiki, ist dir völlig egal. Wie kann jemand wie du nur Lehrerin sein? Wir sollten wirklich die Schulverwaltung verklagen. Willst du das? Eine Lehrerin, die ihre Schüler in den Tod schickt? Das wäre ein gewaltiger Skandal. Ich werde nicht mehr davonlaufen. Ich setze mich von nun an für meine Schüler ein. Wenn ihr klagen wollt, nur zu. So oder so, ich werde weiter als Lehrerin arbeiten. Ich habe für mich entschieden, dass das der beste Weg ist, um mich bei Takase-kun zu entschuldigen. Euch beiden Geld zu bezahlen, ist keine Lösung, um es milde auszudrücken. Neben der Klage sollte ich vielleicht auch allen von deinem kleinen Geheimnis erzählen. Du weißt schon, dein kleiner Nebenjob in der Sexindustrie. What? Woher weißt du das? Oh, also habe ich recht. Was? Na, das viele Geld, das du uns überweist, das kann nicht nur von deinem Job als Lehrerin kommen. Also, wollen wir ins Lehrerbüro gehen? Hör auf, bitte. Ha! Eine Lehrerin, die als Prostituierte arbeitet. Damit bist du wirklich am Ende. Zu schade für dich, dass du dachtest, du könntest die Sache mit Taiki einfach so vergessen. Du weißt bestimmt, was du jetzt zu tun hast, oder? Jetzt ist Zahltag. Und wehe, du kommst nochmal mit dem Schwachsinn von wegen Zahlung einstellen. Das könnte ich meinen Teilzeitjob doch nicht kündigen. Ich hasse sie. Darf sich aufgeben. Ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Ihnen meinen die Fresse hauen vielleicht? Die Phantomdiebe, würden die mir denn überhaupt helfen wollen? Nein, das ist ausgeschlossen. Haha. Kawakami scheint innerlich total hin und her gerissen zu sein. Ich muss etwas für Kawakami tun.
Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das alles nicht mehr aus. Wie heißen die noch gleich? Wer, die Takasis? Der Mann heißt Toshio-san und seine Frau Hiromi-san. Ich könnte sie nie vergessen, schließlich schicke ich ihnen jede Woche eine Stange Geld. Wozu? Du hast doch nichts Unüberlegtes vor, oder? Bitte nicht. Ein Schulgym-Lehrer, der die Phantomdiebe um Hilfe bittet, das wäre... I'm sorry. Tut mir leid, ich war so aufgeregt, dir meine Entscheidung zu sagen und dann endet das in so einem Mist. Vergiss es einfach alles. Ich bin mal wieder ganz am Anfang meiner Misere. Sieht so aus, als würde ich mich nie ändern können. Ja, haha. Der Unterricht beginnt gleich, ich muss los. Ich muss etwas wegen Kawakamis Angelegenheiten unternehmen. Okay. Die leitende Lehrer-Mate. Ja, schön. Bitte, bitte, bum. Bum, 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 bum. Das gefällt mir. Ja, wollen, dass wir uns um Okumura kümmern. Spürst du nicht die Last ihrer Erwartungen? Nö. Erstmal rausgehen fürs Roleplay. So, und jetzt, oh, warte mal, jetzt wo die... Mir fällt ja gerade mal was ein. Bibliothek, ne? Da war ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Oder war ich da wieder seitdem? Voll gut. Cry of Cthulhu. Geschichte mit Ladies. Gefällt mir. Ich bin so smart einfach, dass ich daran mal gedacht habe. Also, wer hat Bock auf mich? Takemi. Erstmal muss ich gleich boosten, auf jeden Fall. Ja. Ach, der Pro-Gamer, ja. Oder direkt Pranger-Karte schicken, weil niemand Interessantes da ist. Na gut, Takemi ist schon interessant, weil sie einfach Level 9 ist, glaube ich. Was shall we do? Habe wieder ganz gut Geld, ne? Kann auch ein paar Sachen verkaufen auch. What do you think? Ich sage, es ist jetzt fertig mit den Nerven. Ja, machen wir es jetzt fertig. Schon so irgendwie. Ja, komm. Ich mach sie fertig. Also ich box sie. Aber warte mal, kurz bevor ich das tue. Hoppala. Nein, das ist ja auch... Nee, hä? Alles gut, da. Ich kann ja doch grinsen. Wirklich überzeugend, ne? Ich möchte einkaufen. Ich möchte, ja. Yo. Yo. Okay. 50.000. Das ist nicht so viel. Naja. Trotzdem 10 mal boosten. Alright. Alright, which one? There are all kinds of knives. Some of them are shaped funny too. I'll get some in stock to show you. You're gonna love them. Ich rede ja so ein bisschen wie Snake, aber er redet halt wirklich so. Naja. Takemi. Ich habe Tod nicht mehr dabei, aber das ist egal, oder? Siehst du wieso? Oder kann trotzdem noch das nicht passen? Richtig. Was? Ist egal. Gut. Na dann. Hey.
Die Abende werden kühler. Es ist leicht, sich in dieser Übergangszeit zu erkälten. Geh auf die Acht. Ach ja, und Sex solltest du auch nicht haben. Du bist wegen meiner Nachrichten hier, oder? Yes. Kleiner klinischer Test. Hey. Kriegst halt weniger Noten, aber brauchst ja keine mehr. Richtig. Das Mädchen, das ich behandle, kommt gleich. Du sollst wissen, wie es ihr geht. Voll geil. Ach ja, vertont. Gott, wer synchronisiert die denn? What are you talking about? There's a boy I like, but my friend told me. Hilfe. That I have to let her have him, because she liked him first. Oh, that's not true. Der männliche Synchronsprecher von Sora. Really? Schon so, ne? So ein bisschen umgepitcht. Likely because she's jealous of you. Just be careful, because it might result in pandemonium. Pandemonium? Ja, ist ein Spiel für PlayStation 1. Warum bewegt sich ihr Mund eigentlich nicht? That girl's gotten a lot better. So much so, in fact, that now she's gossiping. She even comes in on days she doesn't have to. It appears she's nearly fully recovered. Which reminds me, the new medicine will be completed soon. Your data has been extremely helpful, due to your generic body type and bland health history. You've been a splendid guinea pig. I mean, participant. So, thanks again. By the way, how have I been doing? Have I been helpful? For your escapades with the Phantom Thieves, I mean. wie bitte? Come on, you and I both know that you were lying about needing to prepare for the entrance exams. I visited Oyamada in jail. A swing of fortunes like that could have only come at the hands of the Phantom Thieves. And to have it happen when it did, isn't the only logical conclusion to think that it's you? Ich frage mich. Honey Jay. Kija. Well, Erbse. I don't care. Tobi ist bei mir im Keller eingesperrt, by the way. Fam V-Bucks für mich. Okay. The point is that without you, I wouldn't have been able to complete my mission. I would have never finished the new medicine while I was being deceived by Oyamada. And I would have never met any of the townspeople. V-Bucks. I bet the Phantom Thieves save people in need, just like doctors do, huh? Hmm. So, I'll go out on a limb for you. I'll have even more powerful medicine ready for you. I trust that you'll use them appropriately. Hmm. Für eine starke Bindung. Let's go. Ich wollte eigentlich auch nochmal gucken, wie viel wir jetzt tatsächlich vom Persona-Sammlungsding haben. 70%. Infinite Power! Bam! Hört die Auswahl von Wiederbelebungsgegenständen der Klinik. Okay. Aber Wiederbelebungsgegenstände? Warum nicht, ne? Medizin zur Reanimation. Und natürlich die stärkste. Alice einfach. Alter. Alice Little. I'm not gonna give them to you for free, though. Klar. So, you better make some money in the name of justice. Soll ich mir das Konzept von Mementos erklären? Now go. Take care. Wie, ich darf nicht mehr direkt einkaufen? Was ist das denn? Sobald du können 5 hast, kannst du auch Billarden maxen. Was macht man bei Billard nochmal? Soll ich Plingeln bei mir, klar? So, Sojiro hat Bock auf jeden Fall. Oya hat keinen Bock, aber ich auch nicht. Ikumi ist auch wieder da.
Bibenbabenbu. Zum Tyrosaurier nur 5. Ahn ist fertig. Ryuji fehlen auch noch 2. Morgana Gefängnis auf Seher 10 nicht. Makoto würde ich gerne. Das klingt falsch, aber so meine ich das tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Putaba, keine Ahnung, was mit der los ist, warum die auf einmal nicht mehr da ist. Ach, auf 8 ist sie ja. Ich dachte, wir hatten noch 9. Na gut. Ja, wird schon. Mann des Volkes. Maruki ist fast fertig. Bibabu, bäbim, bäbimbe. Naja. Gucken, wie toll die Folge ist. Level 41 Schmiede, eine Level 95 Persona. 431.000 Yen habe ich nicht. Warum nicht? Ich habe welche. Soll ich dir rübergeben? Rüberpumpen. Hiro war er. Ich kann es mir einfach mal nicht merken. Es tut mir leid. Hieroglyphe. Ja! You'd like to read here. 48% haben wir, voll gut. Also keine Ahnung, vielleicht ist auch voll scheiße, aber ich find's gut. Ich bin Fan davon. Daisoujo. Wie oft habe ich jetzt schon Anzu gekauft? Jedes Mal. Ich kaufe jetzt Orobas. Was habt ihr jetzt davon? Then accept this persona. Done already? What? No slacking off. Anzu. G. Brauche ich für die Level 95 Persona. Kann ich dir auch rübergeben, wenn du willst. Habe die ganze Zeit Arsen in meinem Inventar. Einfach auf Level 40. Was auch immer. So, wir machen mal was. Ah, thanks. Die Stammgäste werden gleich hier sein. Einfach nur ein bisschen aushelfen oder kommt gleich wieder Story? Ich hasse Story. Bist du nicht einsam, So-chan? Du bist schon so lange Single. Hast du das Heiraten aufgegeben? Ich glaube, die telefoniert mit mir gerade. Von einer Beziehung erwarte ich anregende Würze und danach angenehme Entspannung. Achso, ich dachte, sie telefoniert gerade mit wem? So, wegen Sojiro, Alter. Okay, jetzt habe ich's. Dachte, wir belauschen. Beides bekomme ich durch meinen Curry und meinen Kaffee. Das genügt mir. Stets weicht er meinen Fragen auf geschickte Weise aus. Was hältst du eigentlich von So-chans Leben in Einsamkeit? Jeder wie er meint. Sag doch einfach, dass du anderer Meinung bist. So oder so ist das Einzige, was in meinem Leben zählt, ein zufriedener Gast. Nichts macht mich glücklicher als entspannte Besucher. Komm jederzeit wieder, ja? Hey. Heute war sie besonders aggressiv, oder? Noch schlimmer darf es nicht werden. Aber eine gute Bewirtung zeichnet sich wohl durch das richtige Maß an Distanz aus. Weg! Du weißt einfach nicht, wann du aufgeben sollst, oder? Gerade habe ich etwas äußerst Interessantes erfahren. Wir waren das nochmal. Futaba war die ganze Zeit nie in der Schule und immer alleine. So eine schlechte Erziehung. Ja, ja, was hast du für sie getan? Das weißt du ganz genau. Es wird Zeit, dafür zu bezahlen. Sei nicht albern. Futaba hatte ein schreckliches Leben bei dir. Und du hast den Großteil des Erbes für sie erhalten. Reicht dir das immer noch nicht? Wir können das auch vor Gericht klären. Wer behält wohl recht? Ein Verwandter oder ein bloßer Vormund? Du. Um von diesem Jungen gar nicht erst zu sprechen. Ich weiß alles über ihn und seine Vorstrafe. Du bist also ein Vater, der sein Kind nicht in die Schule lässt und einen Straftäter aufnimmt. Nicht unbedingt das beste Umfeld für Futaba, oder? Chihai hat mir gerade einfach 100.000 gegeben. Hallo? Kann ich es bei mir auch mal machen? Ich will mein Geld zurück für den Stein immer noch.
Haltin. Haltigusch. Hast du ein Problem, Haltstarker? Ich werde dich anzeigen. Hey, halt dich lieber raus. Geh nach oben, in Ordnung. Sojiro, ich bin hungrig. Oh. Futaba-chan, lange nicht gesehen. Futaba. Genau das meine ich. Sie ist ein geistiges Wrack. So geht es mit ihr nicht weiter. Sie hat nur so reagiert, weil sie dich hier gesehen hat. Muss ich mich wiederholen? Vor Gericht hast du keine Chance, also gib mir einfach das Geld. Nun, ich hoffe, du entscheidest dich richtig. Ich komme wieder. Ich bin mir sicher, dass du das Salz schon aufgeleckt hast für die SP. Schon so? Oh Junge, wir haben drin Oktober. Ich nicht. Futaba, du sollst nach Hause gehen. Ich bring dich um, hin. Sojiro. So. Futaba geht es gut. Alles Drama hat sie erschöpft. Sie ist sofort eingeschlafen. Dieser Mann ist Futabas Onkel. Nach Wakabas Tod wurde Futaba bei den Verwandten herumgereicht. Er war als letzter dran. Er hat sie schlecht behandelt, gab ihr nicht zu essen und ließ sie auf dem Boden schlafen. Sie durfte nicht einmal duschen. Okay, als ich davon erfuhr, musste ich einschreiten. So eine schreckliche Behandlung konnte ich nicht zulassen. Darum nahm ich Futaba bei mir auf. Selbst damals jammerte er über seine Ausgaben. Ich gab ihm etwas Geld und dachte, das würde reichen. Aber jetzt will er noch mehr. Ich frage mich, wie er mich hier gefunden hat. Vielleicht hätte ich ihn nicht bezahlen dürfen. Futaba zu retten war kein Fehler. Danke. Wer hätte gedacht, dass du mich einmal trösten würdest? So oder so ist es meine Schuld, dass Futaba so lange alleine war. Ich wusste nicht, wie ich es überwinden sollte. Ich machte ihr Curry und stellte es vor ihre Tür. Ohne euch wäre es wohl immer noch so wie damals. Verdiene ich es also, Futabas Vormund zu sein? Ich denke, die Antwort lautet nein. Es heißt, Blut ist dicker als Wasser, oder? Was wohl für Futaba am besten wäre? Sorry. Wie ich mein Herz einem Rabauken wie dir ausschütte. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund habe ich das Gefühl, dir vertrauen zu können. Als ob du in mein Herz blicken könntest. Du musst wohl wirklich besonders sein. Meine Bindung vertieft sich. Eine Pappe. Du kannst Kaffee kochen, der für einen Verbündeten viele SP wiederherstellt. Alright. Nett. Es ist schon ganz schön spät. Ich gehe mal lieber nach Hause. Ich sollte nach Hause gehen. Ich sorge mich um Futaba. Bleib nicht zu lange auf, ja? Oh, und danke. Ich vergesse mal, dass es auch Güte gibt. Ich hoffe, dieser schöne Stern wird bald mal zerstört. Bam, 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 badam, badam. Hey. Futaba schläft schnell ein und ich wollte dich nicht in die Sache hineinziehen. Versuche dich zu entspannen. Was für ein Witz. Jetzt versucht mich schon ein Kind aufzumuntern. Trotzdem danke. Wie auch immer, mach dir keine Sorgen um den Kerl. Ich finde einen Weg, mit ihm umzugehen. Halte weiter Ausschau nach Futaba. Scheint so, als würdet ihr beide euch wirklich gut verstehen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Vergiss aber nicht, vor dem Schlafen abzuschließen. Bis später, Peter. P-Liebe. Wow. Was ist für ein Geruch? Hast du ein neues Parfüm? Riecht gut. Ja, das ist ja ein neuer Duft. Er soll mysteriös sein, so wie die Phantomdiebe. Ich will damit meine Unterstützung für sie zeigen, während sie gegen ein böses Unternehmen kämpfen. Unterstützung? Ich könnte im Internet ein Foto von all meinen Fanartikeln posten. Vielleicht motiviert sie das, wenn sie sehen, dass ihre Fans mit Leib und Seele dabei sind. Nein, halt's Maul. Nachdem Haru jetzt auf unserer Seite ist, ist alles rosig, denke ich. Aber Blumen sterben doch im Herbst, oder nicht? Und ignorieren. Was mit dir, Haru? Hast du dich schon an das Ganze gewöhnt? Ja, danke euch allen. Einfach nur so zu plaudern ist toll. Sowas hatte ich bisher nie. Aber ich darf jetzt nicht einfach nur an meinen Spaß denken. Mach dir keinen Stress, der Unterricht ist sowieso stinklangweilig. Du weißt, dass ich das lese, oder? Jetzt geht das schon wieder los. Haru, durch seine Entschlossenheit ebnet man sich neue Wege. Das war bei mir auch so. Jedenfalls bleiben noch etwa 2 Wochen. Wir müssen wachsam sein. Pling. Aber nicht bei mir. Noch 2 Wochen. Ja, die Sinneswanne werden wir heute wahrscheinlich nicht sehen. Ryuji Mamamuchi.
Es ist niemand da. Literally niemand. Alles klar, es wird die Pranger-Karte geschrieben. Let's fucking go. Hallo. Schatzroute sicher. Ja, eine Route ist im Schatz gesichert. Sollen wir alle zusammentrommeln und die Pranger-Karte schicken? Schon so? Bam, bam, bam. So, eine Entscheidung wurde gefallen. Weiter Chemie shoppen. Zu spät! Yep, you've got them all beat. I see. Actually, this may have been a stroke of good luck. There's something that I want to discuss with you. Sehr eine Frau. Besprechen? What's the situation? I've been thinking, I want to be more helpful to the Phantom Thieves. So I came up with a new approach to fighting in hopes of making it a regular strategy in our battles. But I need your help to make it happen, Mona-chan. Oh, me, eh? Well, if you need me, then who am I to turn you down? Thank you. So, I'll get right to it. What I'm thinking is... And that's how we finish. Haru? Sometimes the stuff you come up with honestly scares me. Oh, it's absolutely fine if you don't want to. Not another word. I'll do it. You deserve only the grandest of performances. Great! Thank you, Mona-chan. I wonder if the star will grant us our wish. Alright. Morganas und Harus Showtime wurde freigeschaltet. Just you wait, leader. I'll show you. Hatten wir schon immer so ein Ding? Sehe ich zum ersten Mal. I have no memory of this place. Oh, yeah. I nearly forgot because of how good Haru is at fighting. But she's new to the team, right? Shouldn't we do what we did for Yusuke and Makoto? Ah, you mean the Phantom Thief basic training. There's much we need to teach her. Please do. Ja, aber diesmal war Joel Stern direkt anwesend. Ah, okay. Oh, someone's excited. Then again, I already told her the gist of things. What other stuff should we talk about? Oh, about how we defeated my fiancé in there. Will that have any effect on my father? Nope. They did something similar in my palace, but I'm perfectly fine. Is that so? But man, that cognitive person stuff is crazy. He was so similar that even Haru couldn't tell. That might have just been a coincidence. Usually, cognitive people look totally different. The version of me in Kamoshida's castle was terrible. And the version of me at the museum was a painting, not even a person. Now that you mention it, why isn't there a cognitive version of me? Is it somewhere in there? Well, I could imagine a couple of reasons why we haven't seen it, but I don't think you'd like them. Come on, don't think about that dark stuff. Anyways, if a dude's cognition can change the scenery or even the people in the palace, couldn't you use that to make a dream world filled with places and people you love? Man, palaces are super promising. My greatest hopes and dreams might still come true. Well, that's kind of impossible this time. But maybe we should try in the future. Klingt witzig. Oh ja, wollte mich abschleppen. Anyways, Vorsatz fertig runtergeladen. In any case, if Haru followed that conversation, there's nothing else we need to teach her. Schon gutes Meme so. Na gut, ja, Pranger-Karte schicken. Ich fühl's. Let's do this. Schicke Pranger-Karte. Ich auch. We will entrust this to you, Haru. Okay. I place this in my father's study and the treasure will appear, correct?
if he notices the calling card, then yes. Are you afraid of doing this to your own father? To be honest, a little. Try to recall your anger. It will guide you in the right direction. So we're carrying out this plan tomorrow? This is it. All right. No staying up late tonight, then. We can laugh or cry all we want, but we only get one shot at this. Everyone, gute I'm counting on you. Fällt mir doch glatt mal was ein. Oh, ich bin über... Ich bin über mein Kabel gefahren. Aber egal. Kann ich noch irgendwas machen? Oh. Geil, kann ich sogar. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht sollte ich lieber lernen. Das ist eine Sache, die ich irgendwie auch noch tun muss. Ja. Mach mal Kreuzworträtsel. Arschloch. Kann ich raus? Nein. Moji kann man am Tag vor der Prängerkarte nur craften. Was für ein Scheiß. In dem Sinne. Ich geh pissen. Nein, 3 Sekunden brauche ich. Geh nur kurz in die Küche. Da bin ich wieder. So. Baben, baben, bi, babu. So. Einfach auf, weil ich so lange nicht mehr gemacht habe. Ich hätte mal boosten sollen vorher, ne? Naja, ist egal. Ich fühle das Lernen. Can I talk? Warte, ich habe im Fernsehen. Oh, ich wollte dich nicht ablenken. Ich bin jetzt ruhig. Machst gute Fortschritte. Deine Augen funkeln schon ganz klug hinter deiner Brille. Ah, der macht Penspinning. Der kann ich halt nicht, doch den kann ich auch. Sir Kunikazu Okumura, the great profiteering sinner of greed. Your success and global fame exists due to the tyranny you reign over your employees. Umsonst gelernt? Hast du von L gelernt? Verstehe ich nicht. Thus, we have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. From the Phantom Thieves. I must take care of this before it becomes. Ach so, das Pen Spinning, ja. Aber habe ich umsonst gelernt. Weiß nicht, Level 5 ist jetzt. I've received a calling card from the Phantom Thieves. I need you to send it over to the police. Don't make me repeat myself. Give it to the police. That's an order. These scoundrels have threatened me. Aren't the police supposed to side with law-abiding citizens? I will not fail. Gelenk gegen Hals, ne? This matter is urgent. Take care of it at once. I need to let everyone know about this. Bam, 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 badam. Oh, Junge! Ah, wir haben jetzt das Platz gekriegt. Warum erließ ihr hier nur ein bisschen, ne? Voll gut. Was haben wir noch so? Nur Scheiße, ne? Oh. Ach ja. Dann lese ich mal ein Buch durch, würde ich sagen. Angeln für Anfänger. Cthulhu. In die Tiefen der kosmischen Angst starrend. Wow. Das ist sehr detailliert für die Geschichte einer fiktiven Welt.
Du hast noch Zeit zum Lesen. Machen wir noch etwas weiter. Eigentlich mal Cthulhu bzw. H.P. Lovecraft. Da es, glaube ich, noch nicht in guter Filmform gibt, muss ich mir das wirklich vielleicht mal durchlesen. Der Überraschungsangriff mit den großen Alten war wahrhaft entsetzlich. Was auch immer das heißen mag. Einfach komplettes Buch auf der Hinfahrt durchgelesen. Das Necronomicon. Ob sein Autor auch über große Macht verfügt hat? Die Welt in diesem Buch ist so verstörend, das braucht bestimmt viel Mut, um es zu lesen. Guter Sound. Bim, 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 bim. Naja, bald, ne? Ich durfte gerade im Unterricht dank Kawakami lesen. Cool. Wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Hey there. Oh, dir auch einen guten Morgen. So viele Schüler unterwegs. Es ist erfrischend, ab und zu einer anderen Zeit zu pendeln. Bist du spät dran? Hast du verschlafen? Du hast mich erwischt. Auf meinem Weg zur Arbeit habe ich diese alten Damen mit schwerem Gepäck getroffen. Drei davon. Ich habe ihnen Hilfe angeboten, aber dann hat mein Rücken dieses ungute Geräusch gemacht. Wie auch immer, hast du die Neuigkeiten von Yoshizawa-san gehört? Ich freue mich für sie. Es gibt mir den Willen, auch mein Bestes zu geben. Wenn ich das sage, bin ich natürlich spät dran. Wir brauchen alle mal ein bisschen Abwechslung. Also lass uns heute unser Bestes geben, okay? Wovon redest du? Was ist los mit dir? Naja. Ich hatte heute Morgen kein Frühstück und habe jetzt Hunger. Hast du schon den Tod im Pfahl? Entschuldigung. Hast du schon die Totempfahl im Diner von Shibuya gesehen? Haha, ja, es ist wirklich ein Totempfahl. Er ist so bunt. Ich schaue gern zu, wenn Leute versuchen, ihn zu essen. Kennst du die Leute, die das essen können, ohne umzukippen? Ohne umzukippen, das könnte ich nie im Leben. Ein Totempfahl essen? Oder dass er umfällt? Ich frage mich, warum er Totempfahl heißt. Kann ich wegen seinem Aussehen? Seines Aussehens. Wie sieht er denn aus? Du hast nicht wirklich darüber nachgedacht, oder? Essen ohne umzufallen, das könnte dort deinen Könnenwert verbessern. Der Totempfahl im Diner, Wir sollten wenigstens mal hingehen und ihn uns anschauen. Also quasi wie Big Bang Burger Herausforderung. Mimamume. Oh, have you heard? Hattet ihr je das Gefühl, euer Handy klingelt, aber da war nichts? Das ist schon so vielen passiert, dass es ein eigenes Wort für das Phänomen gibt. Der Fachbegriff dafür lässt sich mit PVS abkürzen. Nicht mit PVC zu verwechseln. Kann mir sagen, wofür das steht? I need an answer. Phone Vibration Syndrome. Okay, gehen wir zusammen durch, was sie gesagt hat. PVS beschreibt, dass man glaubt, mein Handy vibriert. Wo steht das? Ja. Prognose, Pädikat, Phantom. Leon kennt das nicht, wie Gehirnfrost. Das kenne ich schon. Ich würde sagen, ich stehe für Phone, aber gut. Hä? Achso, vielleicht Phantomvibration so? Genau, okay. Ich muss mit Phantom anfangen, weil man es sich nur einbildet. Dann kommt ein V. Nach Phantom folgt also. Vagabund. Good Vibrations. Und hier spricht man von Vibrieren. Also es kommt das S. Nach Phantomvibration folgt also. Syndrom. This is it. Voll gut, ey. Phantomdiebe-Vibrator. Gut. Der Fachbegriff dafür lautet Phantom-Vibrationssyndrom. Wenn man sehnsüchtig darauf wartet, Nachrichten zu bekommen, täuscht einen das eigene Gehirn. Die Störung kann nur moderne Gesellschaften betreffen, wo ständige Erreichbarkeit Norm ist. Ja, das, womit ich nicht klarkomme. Er ist ziemlich schlau, Mann. Er ist so geil. Ich will auch einen Phantomdiebe-Vibrator. Mini können. Als ich Schülerin war, wurde ich ganz nervös, wenn ich abends auf den Anruf meines Freundes wartete. Heute ist man sauer, wenn jemand Nachrichten nicht sofort beantwortet. Ziemlich nervig. Ich lasse es unkommentiert. Ob wir hier an den Punkt kommen, an dem wir die Gedanken anderer Leute lesen können? Muss ich nicht haben, danke. Figured out when we're gonna do it? This is different from normal. He has some nerve delivering the calling card to the police himself. Either he's certain his heart won't be changed,
or he's colluded with the police from the beginning. As strange as it is for me to say, I could see that being the case. Whoa, the comments are coming in hot. Look! Take him down, Phantom Thieves. I don't care what the Phantom Thieves do as long as they show up, haha. Just do it quick, LOL. And LOL gesagt, nicht lol. Lul. Saying whatever they want. At this point, all they care about is seeing those in power beg for forgiveness. Damn it, this isn't a game! The means and the ends have been reversed. We're starting to be seen purely as entertainment. But we gotta do this! We can't just drop everything now! Considering the existence of the palace, his desires are indeed distorted. In a sense, the earlier we pull the root, the better. And given the issue concerning Haru's fiance, we don't have another choice in the matter. If we don't, then everything we've been doing up until now would just be for nothing. I believe this is best too. After hearing my father speak, I saw no remorse in him. Ryuji and Haru were right. No regret. Honestly, everything the public is talking about does bother me a little. But Okumura may just be the one behind the mental collapses. We can't leave this be. Da ich weiß, dass es nicht der letzte Dungeon ist, so, nee, wahrscheinlich nicht. Das können wir nicht. I feel like he's hiding something. Something big. Dungeon. And we already sent the calling card after all. Basically, it's so a dungeon. Let's do this like we always do. Temple. And steal his palace's treasure. Hier VR again. So habe ich das gleiche Team wie letztes Mal. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch erstmal bleiben. So. Was können eigentlich meine Personas so? Frag für einen Freund. Eis, Wind, Blitz. Dings, ganz geil. Guck mal, Feuer, Wind. Tod. Ja, ist eigentlich alles dabei, was man so will eigentlich. Wer bist du? Ja, okay, ich weiß, warum du da bist. Gronkhi. Alles haben ist gut. Ja, ob ich alles habe, weiß ich nicht, aber... Ja doch, glaub schon, ne? Na gut, wir müssen ja wieder nach unten, ne? Speichern wir hier nochmal ab. Im Zweifel hast du bestimmt noch ein paar Elementar-Items. Ja. Ja. Das einzige sollte es den Schatz verstehen. Let's fickend gehen wir uns. Kaputte Platine. Alright. Aber ich werde was Schmutziges machen. Nein, nicht automatisch laufen, du Hans. Ich werde nämlich jetzt die Folge beenden, weil passt halt ganz gut so, ne? In dem Sinne. Ja, ne? Tschüss!